Es wird ziemlich spät und ich bin fertig. Ich sollte meine Pennies zusammenzählen und sehen, ob ich meine Rente bezahle. Genau. Genau, also das dachte mir nämlich, ich muss heute Nacht auf der Straße schlafen. So, was gibt's hier? Cookie Factory. Kommt hier einfach rein? Hotline Miami 2. 2014. Verpiss dich. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Da ist eine Cookie-Fabrik, also. Da ist Krusty Kreme. Da sind News. So, vielleicht soll ich eine lustige Matratze mal suchen, dann kann ich eine Runde schlafen. Dann kann ich vielleicht hier, komm, reden wir mal mit ihm. Hey Mädel, was gibt's? War ein langer Tag, Bellinger. Ich bin fertig und ich suche ein Bett, wo immer das auch sein mag heute Abend. Hey, wenn du nicht zurück ins Apartment kannst, bin ich mir ziemlich sicher, dass du immer irgendwo eine dreckige Matratze finden kannst in der Stadt. Das heißt, wenn du eine finden kannst. Das Gasleck im Osten hat dazu geführt, dass einige der lokalen Vagabunden auf unsere Seite der Stadt gekommen sind. Sie scheinen nett genug zu sein, aber ich bezweifle trotzdem, dass sie ihren Ruheplatz teilen wollen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier hin, denke ich. Es ist irgendwie gefährlich und nicht vernünftig. Soll ich draußen schlafen? Ja, komm, schlaf. Ah, ich hoffe, ich werde im Schlaf nicht sterben. Das schauen wir mal. Okay. Was sind das jetzt? Sind das meine Träume? Ach, das ist die Vergangenheit. Amanda, bist du das? Ich bin hier auf dem Balkon. Hey, schau mal, wer heute Morgen früh aufgestanden ist. Geht's dir gut? Hast du gut geschlafen? Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so früh wach gewesen wären. Komm, erstmal, ja, sehr lustig. Komm, lass uns. Die sieht immer so, ich bin so maulblümchenmäßig aus. Das ist irgendwie seltsam. Keine Ahnung, warum ich die genommen habe. Egal, sehr lustig. Ich würde besser schlafen, wenn du diesen verdammten Alarm nicht immer so früh setzen würdest. Oh,
Ja, Grumpy Pants, wie übersetzt man sowas? Grummelnase, also Grummelhose eigentlich, aber Grummelkopf. Was sagt man bei uns? Tut mir leid. Lass mich erstmal dein Gesicht abschlecken, dann geht's dir sicher gleich besser. Es ist doch noch gar nicht so früh. Die meisten Leute in der Welt, die werden vor Mittag wach. Du weißt schon, damit sie arbeiten können und so. Fang doch nicht an. Dein Vater hat mich schon totgequatscht, mir ein Ohr abgekaut. Ach, entspann dich, Amanda. Du weißt schon, du darfst so lange bleiben, wie du willst. Dad macht sich einfach nur Sorgen um uns, das ist alles. Der Vertrag, der kommt sicher bald. Erzwing's nicht. Richtig. Und sobald es tut, werden wir in der Lage sein, wieder zurück nach Dubstone zu ziehen und ein neues Leben zusammen zu beginnen. Ich hasse nur einfach das Warten, das ist alles. Ich weiß, ich auch. Aber was können wir denn sonst tun? Entspann dich einfach. Nimm's leicht. Deine Zeit kommt früher, als du denkst. Du hast recht. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. So. Alles wird funktionieren. Also alles wird gut. Irgendwann werden wir hierauf zurückschauen und lachen. Genau. So will ich das hören. Und jetzt gib mir einen Kuss, bevor du nach Kaffee schmeckst. Komm, lass uns ins Bett gehen. Es gibt einen frischen Pott Kaffee unten, wenn du welchen willst. Ich liebe dich. Ich will heute nicht arbeiten. Ja, aber wenigstens wirst du bezahlt. Ich fange an zu vergessen, was Geld überhaupt aus wie Geld überhaupt aussieht. Oh, das erinnert mich. Ich habe einen 20er unter der Schreibmaschine gelassen. Falls du eine Pizza bestellen willst oder so. Oh, du bist so süß. Beschwert sich dein Vater nicht über die Dings? Ich dachte, die wären ein faires Spiel. Er wollte sie mitnehmen heute. Du weißt ja, er hasst es, ohne mit dem leeren Magen zu fliegen. Oh, vergessen. Oh, wir werden den Platz für uns alleine haben. Ach, freu dich nicht zu früh. Ich verstehe gerade irgendwie überhaupt nicht, worüber die gerade reden. Irgendwelche Bestellungen kamen von irgendwoher und es ist quasi die Saison, in der man Überstunden schiebt. Du könntest einige Nächte alleine sein. Ja, verdammt. Ah, das mit all meinen Plänen. Ach, sei nicht so verzweifelt. Ich weiß, dass du es hast, wenn ich spät arbeite. Also habe ich das hier für dich gemacht. Julie hat mir ein schmutziges Polaroid gegeben. Bleib motiviert, Baby. Okay, gut, muss ich wenigstens nicht zensupseln. Oh, da sind meine neuen Pläne.
Können wir noch was quatschen? Okay. Klar. Wie du möchtest. Danke. Also, wir müssen Müll rausbringen. Erst... Ja, Hallway. Bedroom. Typewriter erstmal. Das ist ein 20, den nehmen wir mal mit. So, kann ich noch irgendwie schreiben? Okay. Guten Morgen, Casey. Guten Morgen, Amanda. Weißt du, was mit den Würstchen passiert ist, die ich den anderen Tag hier gelassen habe? Ich kann sie bei Himmelswillen nicht finden, nirgends. Ich habe sie gegessen. Yeah, I ate them yesterday. Ja, ich habe sie gestern gegessen. Es tut mir leid. Du hast mir keine aufheben können, oder? Ja. Ich schätze, ich kann welche beim Flughafen bekommen. Rufen Sie uns an, wenn Sie gelandet sind, richtig? Es ist eine Militärbasis, Amanda. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht darf. Außerdem werde ich nicht zu lange weg sein. Sobald wir herausgefunden haben, was mit den Scannern los ist und warum die EM-Signaturen so seltsam sind bei den Polen, werde ich wieder zurück sein. Tu mir einen Gefallen und hilf Julie. Ich möchte nicht in ein schmutziges Haus zurückkommen. Denken Sie, Sie sind bereit für die Antarktis? Julie wird dich vermissen. Ach, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ich werde den ganzen Tag in meinem Labor eingesperrt sein. Abgesehen von den Assistenten wird da keine Seele sein. Keine einzige Seele für Meilen. Behalte deinen Kopf einfach. Konzentriere dich einfach auf das Buch. Ich hoffe wirklich, dass der Vertrag, auf den du wartest, kommt, bevor ich wieder zurück bin. Da sagen sie was. Nun, das ist mein Auto. Also mein Taxi. Nun dann. Wir sehen uns, Amanda. Yay, Party. Julie, ich gehe. Komm und sag tschüss. Shit, schon? Ich bin im Bad, warte eine Sekunde. Ich muss los, Julie. Sie warten auf mich. Sei artig, ich liebe dich.